Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Legenden-Talks. Heute leider wieder mal mit einer Niederlage, neunte Niederlage im 14. Spiel in Düsseldorf. Nach der Länderspielpause hat es Schalke auch erwischt, 5:3. So dann der Sieger vom Platz gegangen, Schalke wieder leer nach Hause gefahren und mit ganz vielen Problemen. Hallo und Glück auf, Rüdiger Bramczyk, Klaus Fischer, ihr seid wieder dabei. Wie habt ihr denn dieses wahnsinnige Spiel erlebt? Ja, man muss ja sagen, wenn man 3-0 hinten liegt in Düsseldorf, zweite Liga, nicht erste Liga, und wie das abgelaufen ist, das tut schon weh, weil wir sind ja Schalker. Aber jetzt muss ich auch zu sagen, ich weiß nicht, was passiert ist in den letzten Jahren. Die Vereine, wo ich gespielt habe, wo die stehen. Köln ist Letzter, Schalke Drittletzter, 60 München weit unten, Bochum weit unten. Was haben die falsch gemacht? Ja, ich glaube vieles, sonst würden sie da nicht stehen, wo sie stehen. Wir haben keinen guten Mittelstürmer mehr gefunden. Ja. Und nein, es ist so, wenn man beobachtet, außer der FC Bayern München, der holt Spieler, die 100 Millionen kosten, ganz wichtige Spieler. Wir müssen aber Spieler, die ja gerade noch in der Entwicklung sind, die wirklich Talente sind und auch gut gespielt haben, die müssen wir ja abgeben. Und nicht nur wir, sondern auch die anderen Vereine. Und dann stehst du da, wo du jetzt stehst. Und da wieder rauszukommen, wir haben es ja immer gesagt, Geld regiert die Welt. Und wer nichts hat, kann auch nichts holen und muss verkaufen. Herr Dortmund, wie die das machen, ist ja auch schleierhaft. Die haben Bellingham verkauft, 405 Millionen, haben jetzt wieder einen Spieler, der sich entwickelt und den werden sie auch wieder verkaufen müssen. Also kommen die an Bayern, erstmal erste Liga sprechen, gar nicht mehr dran. Und in der zweiten Liga, ja, das ist auch nicht so einfach. Die wehren sich, die spielen gegen Schalke, ist ein anderes Spiel. Und dann liefern wir sowas ab und was dann passiert, ja. Ja, ich fand es einfach nur katastrophal. Also die ersten 25 Minuten habe ich gedacht, Erle 08 gegen Bismarck spielt. Und die Erle hauen den Bismarck mal im Kurz nach 20 Minuten drei Stück rein. Also unsere Mannschaft ist total durcheinander. Da, also was ich ja auch gesagt habe, ich habe gesagt, diese Dreierkette, was die da hinten spielen, das ist sehr gefährlich. Und jetzt haben wir es wieder gesehen, durch Flanken, die reinkamen, keine Absprache in der Mitte, keiner hat eine Zuordnung, keiner gibt eine Zuordnung, wer zu wem geht. Und dann kommen natürlich die Bälle rein und der von Düsseldorf, dieser große Mittelstürmer, der haut dir natürlich da rein, der wartet nicht lange und dann bist du sofort wieder hinten, dann musst du wieder ein bisschen öffnen. Die Seiten sind nicht zu von unserer Mannschaft. Die Seiten, wir werden überlaufen von den Seiten. Und wenn du da natürlich Flanken wieder reinkriegst und auch das zweite Tor war für mich, ich weiß nicht, also da hat der Ralle irgendwie, ich weiß auch nicht, der ist nach hinten gefallen wie Maikäfer irgendwie, warum der nicht stehen geblieben ist, habe ich nie ganz verstanden. Dann hat man sich aufgeregt, dass es abseits ist, aber man hat ja gesehen, dass es keins war, weil noch ein Spieler von uns ganz rechts war. Dritte Tor war eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie gesehen. Das, also ich weiß gar nicht, was der Ralle da veranstaltet hat. Also ich meine, der Ball geht am Pfosten, dann guckt er in die Luft, guckt, dass, der hat gar keine Orientierung mehr gehabt, wo der Ball ist. Und deswegen ist der, der hat noch hochgeguckt und ist dann in den Gegner gelaufen, ist ja klar. Dann kannst du auch nicht mehr hochspringen. Also es war eine Katastrophe in der 20 Minuten oder 25 Minuten. Und wenn du natürlich 3-0 hinten bist, in Düsseldorf, musst du erst mal aufholen. Ne? Ja, aber es ist doch so, es gibt doch immer Zuordnungen. Ja, und wenn ich weiß, da ist ein, das kenne ich ja, ein großer, kofferstarker Spieler, da muss ich dabei sein, egal wer das ist. In dem Moment. Und nicht, dass sich einer auf den anderen verlässt. Ja. Dann bist du verlassen. Es ist nun mal so. Und dann, ja, da siehst du ganz alt aus. Und erfahrene Spieler, Nationalspieler, nicht für Deutschland, aber für Polen,
die stehen dann völlig verkehrt. Und dann, ja, da brauchst du dich nicht wundern, weil die können auch Fußball spielen. Die zweite Liga, die spielen oben mit. Und deswegen musst du ja wirklich dabei bleiben und aggressiv sein. Wir, keine Aggressivität haben wir, kein gar nichts mehr. Wir laufen, sind viel zu weit von den Gegenspielern weg. Aber jetzt, der Trainer wird doch wissen, was er zu tun hat, und er wird die Mannschaft ja auch so eingestellt haben. Was passiert denn da in dem Moment mit den Spielern, wenn die auf dem Platz stehen, der Schiri pfeift und dann ist alles weg? Ja, da siehst du einfach die Verunsicherung. Ne? Also er hat ja diesmal wieder die Mannschaft stehen lassen, wie wir zu Hause gespielt haben, aber gegen Eversberg natürlich auch verloren haben. Die gleiche Mannschaft. Ich war auch immer dafür, dass man mal ein paar Spiele die gleiche Mannschaft spielen lässt. Aber vielleicht nicht so. Ja? Also das war mir zu wenig. Also war vorne zu wenig und Mittelfeld war komplett überhaupt nicht da. Unser ganzes Mittelfeld war nicht da. Draxler war nicht da gewesen. Der war nach 30 Minuten, hat man schon wieder gesehen, fing er da an zu humpeln, schon wieder verletzt. Ja, also 30 Minuten schon. Also wenn ich jetzt nicht irgendwo mal von der Seite einen bekomme, wo mich ein Gegner richtig verletzt, dann verstehe ich das noch. Aber schon wieder verletzt. Adduktoren, glaube ich, er packte sich da immer wieder an. Also ich habe immer den Eindruck, als wenn da einige Spieler überhaupt körperlich nicht fit sind. Also sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Dass die pausenlos Verletzungen haben, das ist für mich eine Geschichte. Und das schon nach 30 Minuten. Dann frage ich mich immer, was machen die denn da? Ja, und ist es so, wir haben jetzt in den letzten Jahren, wie viele Trainer haben wir verschlissen? Nicht nur Cheftrainer, auch die Co-Trainer, alle sind ja weg. Und nichts klappt. Das stimmt innerhalb der Mannschaft. Auch meiner Meinung nach vieles nicht. Und also Klaus, die Mannschaft ist auch schlecht zusammengestellt, finde ich. Die passt überhaupt nicht zueinander. Also so habe ich den Eindruck. Ja, da macht jeder, was er will, und keiner ist irgendwo da und haut mal auf den Tisch und sagt, ja mal, Jungs, so funktioniert das nicht. Dann haben sie jetzt den Terodde noch vereiert, ein bisschen da in der Truppe. Ja, der spielt jetzt nicht, dann spielt er mal, dann darf er wieder nicht rein. Also der ist dann auch nicht mehr der Chef, weil der war ja nur der Einzige, der da wohl mal auf den Tisch gehauen hat. Und das fehlt ein bisschen in so einer Mannschaft, dass da nicht, wenn alle sich nur zurückziehen und sagen, oh, wir schaffen das schon. Wir haben vor ein paar Wochen gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir da unten rauskommen. So, und das haben wir wieder, immer wieder betonen wir das, passt auf. Es geht schneller, als ihr denkt. Und ich glaube, hier bei uns im Verein haben einige das immer noch nicht kapiert. Ob das Spieler sind, ob das Leute sind, die was mit dem Verein zu tun haben. Ich glaube, dass da immer nur noch gedacht wird, ah, wir schaffen das schon. Aber es wird immer enger. Ja. Ist denn dann zum Beispiel so ein Verhalten von Thomas Ovejan, der dann raus musste, der sich respektlos gegenüber dem Trainer verhalten hat, ist das eine klare Aussage, dass sie das immer noch nicht kapiert haben? Aber Ovejan, der kommt raus. Weißt du, wie oft das schon mal passiert ist, dass ein Spieler nach 30 Minuten rausgekommen ist und ist am Trainer vorbeigelaufen. Das habe ich selber als Trainer erlebt, dass ein Spieler vorbeigelaufen ist, weil er sauer war. Ja, aber da muss man doch jetzt hier nicht wieder so einen Haken aufmachen. Ja, und? Dann geht er sich hin, entschuldigt sich irgendwann, hat er ja auch wohl gemacht. Ja, dass da der Asser aufspringt und ihn beruhigen will, da braucht denn keiner zu beruhigen. Weil dann willst du sowieso mit keinem reden, wenn du in so einer Situation reingekommen bist. Und das verstehe ich da nicht. Dann lass ihn noch laufen, dann lass ihn in eine Kabine gehen. Dann kriegt er eine schöne, dicke Geldstrafe und ist am Montagmorgen wieder da und trainiert das Doppelte. Aber doch jetzt nicht wieder U23. Was macht er bei der U23? Keiner guckt so richtig, was er da macht. Die machen ja einen normalen Ablauf, die sind ja auch mitten in der Saison. Wenn ich doch schon einen bestrafe, dann bestrafe ich ihn mit Training und sage, du spielst diese Woche nicht, aber du kriegst jetzt mal richtig Stoff von uns. Weil er auch körperlich ja nicht 100% fit ist. Da hat man wieder eine Gelegenheit, ihn wieder ein bisschen fit zu machen. Aber ich glaube, dass
kriegen eine Geldstrafe und dann ist gut. Also jetzt hört mal auf mit U23 und so ein Käse da. Also. Ja, aber es ist ja so, dass wir hinten 5 Stück kriegen in Düsseldorf. Wir verlieren zu Hause gegen Elversberg nur 2-0. Das stimmt hinten und vorne, hinten nichts. Die Abstimmung, haben wir ja gerade gesagt, da muss es angepackt werden. Da gewinne ich mal 1-0. Oder Chancen kriegst du immer zum 1-0 oder 2-0. Aber wenn du 3 Tore schon in der ersten Halbzeit hast, ja, dann die aufzuholen, dann haben sie ja. Und dann kriegen sie wieder. Also ich glaube, das Spielmaterial, sondern die Spielanlage mit den 3 Leuten hinten funktioniert nicht. Und es funktionierte auf einmal ein wenig besser, als er ein 4-2-4 gespielt hat. Und ich glaube auch, dieses 4-2-4 ist für uns besser zu spielen. Da weiß jeder, was er zu machen hat. Es sind zu viele Sachen, wenn du mit einer Dreierkette spielst, auch die Leute, die außen sind, die wissen gar nicht, wann sie reinrücken müssen, wie nah sie reinrücken müssen. Und dadurch fallen Fehler und dadurch kommen Flanken rein und dann ist immer brandgefährlich. Also spielt ein 4-2-4 und ist gut mit 2 Spitzen und hinten eine komplette Viererkette, dann ist das, glaube ich, meiner Ansicht nach besser. Weil das haben sie gespielt die ganze Zeit, auch unter Reis. Mal gut, mal schlecht. Aber das haben sie auf jeden Fall gespielt. Und das können sie. Aber diese Dreierkette, die können sie meiner Meinung nach nicht. Weil sie immer, es konnte ja geflankt werden, in Ruhe konnten die flanken. Und das ist ein großes Problem, dass ich zuschaue, wie der flankt, statt ihn sofort zu attackieren, dass er nicht flanken kann. Und wenn er ein Linksfüßler, kann ich mit rechts flanken lassen vielleicht oder umgekehrt. Aber sofort reagieren und hingehen, und das fehlt auch. Und du weißt ja selbst, wie das ist, wenn du in Ruhe flanken kannst und dann schauen wir eh noch zu, was der Gegner macht, und schon ist es passiert. Und das sind so Sachen, ja, die mit Abstimmen hinten. Es sind ja auch noch andere Sachen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das alles so stimmt, was in der Bild-Zeitung steht, was ich heute Morgen gehört habe. Ich habe das leider schon am Freitag mitgekriegt, dass Gerrit gesagt hat, also die Düsseldorfer, die können da zum Hotel hinfahren. Boah, also das geht gar nicht. Tut mir leid. Also wenn der Stevens... Lass mich mal kurz aufklären. Du meinst, dass der Trainer den Spielern, den Schalker Spielern, das Zugeständnis gemacht hat, am Spieltag von zu Hause quasi direkt... Aus Düsseldorf? Ja, die halt in der Nähe und Umgebung wohnen, zurück zum Platz. Aber normalerweise ist es doch ganz anders. Normalerweise ist es doch so, dass man morgens trainiert, man spielt 5-2, man bewegt sich ein bisschen, wenn abends ein Spiel war, so war das bei uns. Und Düsseldorf ist ja eine halbe Stunde entfernt. Ja, wenn man jetzt weiter weggefahren wäre, würde ich das vielleicht noch eher verstehen, aber das ist eine halbe Stunde entfernt von hier. Aber dann trainiere ich morgens, pack die alle ein und fahre nach Düsseldorf. Und in Düsseldorf packe ich wieder alle ein und die fahren nach Hause. Und die in Düsseldorf wohnen, die haben Pech gehabt, die müssen dann wieder zurück. Die müssen ja nicht in Düsseldorf wohnen, die können ja auch hier bei uns wohnen. Also das ist eine Geschichte, die ich auch nicht verstehe, weil das ist meiner Ansicht nach alles so ein bisschen locker. Ja? Man macht das alles ein bisschen locker. Aber in der Situation, wo wir zurzeit drin sind, darf ich sowas nicht machen. Da muss die Kette ganz eng gemacht werden, ganz eng. Jeder muss wissen, hör mal, wir spielen heute ein ganz entscheidendes Spiel in Düsseldorf. Da kann ich nicht von meinem Zuhause zum Stadion hinfahren. Ja, also das funktioniert nicht. Tut mir leid, also da habe ich kein Verständnis für. Und ich glaube auch bei Stevens, ich habe mich dann am Freitag auf der Weihnachtsfeier mit verschiedenen Spielern unterhalten, die unter Stevens gespielt haben. Da haben die gesagt, nee, sowas gibt's nicht, das gab's noch nie. Ja, also okay, vielleicht ist das eine neue Methode, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber die Methode ist sicherlich auch in die Hose gegangen. Die Frage muss sich ja schon stellen, warum leben die in Düsseldorf? Ja. Ist Gelsenkirchen so eine schlechte Stadt, dass man hier und Umgebung nicht leben kann? Und ja, das war aber nicht nur jetzt erst. Das war auch, das hat sich so eingebürgert, dass die, ja, wir leben in Düsseldorf, weit entfernt, da kennen sie uns eh nicht so, können wir vielleicht machen, was wir wollen. In Gelsenkirchen kennt man sie dann, ja, und deswegen
muss man das unterbinden. Du kommst nach Gelsenkirchen, bis Schalke 04. Die Fans hier, die kennen euch, die mögen euch auch, wenn ihr das zeigt, was der FC Schalke 04 heißt, Arbeiterverein. Wenn ihr das auf den Platz bringt, dann ist alles okay. Und es gibt so viele schöne Gegenden hier. Die Zeiten, wie vor 50, 60 Jahren, die sind ja längst vorbei. Ja, als ich hier hinkam, ja, da hat man nur gemerkt, wenn man von Überhagen hier reinfuhr, wo du hinfährst. Heute ist das längst vorbei. Und deswegen habe ich auch da kein Verständnis für, dass die alle in Düsseldorf leben. Der größte Teil. Ja, es war, glaube ich, schon mal schlimmer, dass alle Spieler noch weiter weg gewohnt haben oder die Wohlfühloase genossen haben. Okay, Themawechsel. Nächste Gegner, der VfL Osnabrück am Freitag. Elementar wichtig, auch noch schlechter als Schalke. 33 Gegentore, beide kassiert. Schalke immerhin dann 23 Tore auf der Habenseite. Jetzt haben die den Trainer gewechselt. Also die haben ja schon den Schweinsteiger vorher entlassen und aber heute reagiert. Uwe Kuschinat ist neuer Trainer. Richtiger Zeitpunkt für Osnabrück, schlechtester Zeitpunkt für uns? Ja, denke ich schon. Der Trainerwechsel, kommt neuer Trainer, die Jungs wollen sich beweisen und müssen auch viel tun und kennen auch unsere Schwächen, was bei uns auch fehlt. Es wird kein einfaches Spiel. Was ist schon einfach für unsere Mannschaft? Ist kein einfaches Spiel. Aber die Tugenden, die du brauchst, um Spiele zu gewinnen, die musst du einbringen. Dann wirst du wahrscheinlich auch, kann man vorstellen, gegen Osnabrück gewinnen. Aber wieder von alleine geht nichts. Ja, Klaus hat es richtig gesagt. Von alleine geht es nicht. Da musst du die Ärmel hochkrempeln und Gas geben. Vielleicht ist der ein oder andere Spieler, der jetzt nicht im Kader dabei war, mit Brunner oder so auf der rechten Seite, dass der wieder da ist, ja, dass man dann wirklich vielleicht ein 4-2-4 spielen kann, weil wir müssen die Seiten dazu kriegen. Also wenn wir die Seiten nicht zukriegen, was ich die ganze Zeit gesagt habe, dann wirst du nicht viel Spiele gewinnen, ja, weil du bist dazu anfällig. Und hier zu Hause, Osnabrück, ich weiß gar nicht, wir reden über Osnabrück. Wir haben letztes Mal über Ebelsberg, habe ich schon gesagt, über die brauchen wir doch nicht reden. Die sind ja aufgestiegen. Ja, über die müssen wir nicht reden, wenn wir uns jetzt hier vor solchen Mannschaften schon in die Hose machen. Ja. Ja? Dann braucht doch gar keiner mehr von denen spielen. Dann kann man doch sagen, hör mal, holt die A-Jugend vom Elgert, die spielt dann hier und wird dann wahrscheinlich gewinnen. Ja, aber wenn wir doch die Spieler haben, Bundesligaspieler, die wirklich doch schon lange genug in dem Geschäft sind. Nationalspieler. Ja, und Nationalspieler noch. Also dann kann doch nicht sein, dass wir hier, auch wenn es jetzt zur Zeit nicht gut läuft, aber die musst du dann nur mindestens schlagen. Genauso musst du in Hansa gewinnen. Und du musst dann hier wieder gegen Greuther Fürth. Du musst mal eine Serie hinlegen. Und die Jungs, die sollen sich mal langsam zusammenreißen. Ja, jedes Mal hören wir das Gleiche, immer, oh ja, wir sind gut drauf und keiner macht was. Das kann doch nicht sein. Du hast es gerade schon angesprochen, U23, viele sagen das und sagen, lass die spielen, die werden wahrscheinlich nicht schlechter sein. Diese Woche werden Jimmy Kasparov und Van der Sloot, wenn die zu den Profis... Ja, dann soll er ihn spielen lassen, den Verteidiger, da ist doch gut. Der hat doch da bei den Testspielen ganz gut gespielt. Ja, warum spielt der denn nicht in Düsseldorf? Wenn ich ihn doch gesehen habe, dann vertraue ich ihm, packe ich ihn um und sage, Junge, komm, jetzt, ich schmeiß dich rein. Oh, wenn du nicht gut spielst, ich halte die Hand über dich. Ja, aber der muss doch jetzt mal was machen. Das, was wir auf der rechten Seite haben. Ja, genau. Mit den Henrik, also, bitte dich. Also, in den Verteidiger, der kriegt keine Chance mehr. Ja. Der ist weg vom Fenster, weil er einmal in Hamburg beim ersten Spiel, da diese Bolle, weil er einen festgehalten hat. Aber was da hinten passiert, um Gottes, da spielt er immer noch. Zum Schluss, was sagt er zu der wieder geladenen Situation? Die Fans haben in der Halbzeit teilweise Stadion verlassen, Support eingestellt. Wie geht ihr mit der Situation um? Ja, das ist ja kein Wunder. Die Fans sind ja sauer. Wir haben hier 60.000 Zuschauer jedes Mal. Die fahren mit nach Düsseldorf, die fahren mit überall mit hin. Und dann sehen sie sowas. Ja, da wird doch jeder sauer. Wer da nicht sauer wird, der sagt, naja, es geht, ist ja nicht so schlimm. Ja, hallo. Also das wäre aber auch für mich das Schlimmste, wenn
die komplette Nordkurve, was sie ja angeblich vorhaben, leer stehen zu lassen. Also da bin ich jetzt auch schon wieder nicht dafür. Ich weiß nicht, damit bestraft man den ganzen Verein, auch die Leute, die rundherum dabei im Stadion sind. Und für mich wäre dann lieber, wenn sie weiter die Leute anfeuern und wenn wir ein Spiel gewinnen, dann sollen sie klatschen und wenn sie ein Spiel verlieren, dann sollen sie auspfeifen. Und dann sollen sie antanzen, so wie in Karlsruhe auch. Antanzen und sagen, hör mal zu, so geht's nicht. Wir fahren bis Karlsruhe hin und ihr spielt hier so eine Geige. Wo gibt's denn sowas? Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Wir dürfen uns jetzt hier im Verein nicht auflösen. Nee. Wenn das passiert, dann wird keiner mehr diese Maschine anhalten können. Und da müssen wir aufpassen. Wir sind alle Schalker. Auch die Jungs aus der Nordkurve, ich verstehe die, dass sie sauer sind und dass sie nach 20 Minuten abhauen. Aber es nutzt nichts, wenn wir jetzt komplett den Verein im Stich lassen. Das wäre das Schlimmste überhaupt. Aber was ist denn? Das Einfachste ist, wenn die ganze Truppe marschiert, wenn sie draufgehen, wenn sie fighten. Da hast du alle hinter dir, aber es passiert nichts. Das ist das große Problem, weil nichts von denen unten kommt zu wenig nach oben. Hoffen wir auf ein Wunder. Hoffen wir, dass Freitag vielleicht dann doch alles anders kommt, als es vorher war. Es konnte kein Wunder sein, gegen Osnabrück hier zu gewinnen. Ja. Also Osnabrück muss ich schon schlagen, meiner Ansicht nach. Ich habe 7-0 getippt. Die haben mich alle für doof gehalten. Ja, dann sehen wir uns aber trotzdem nächste Woche wieder, wenn es dann heißt Legendentalk nach dem Spiel gegen Osnabrück. Vielen Dank. Glück auf. Hoffentlich gewinnen wir.